Autotransporter und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trains in World 3. Der Daddy spielt das. Willkommen in Heigenbrücken. Nach kurzem Aufenthalt ist es Zeit, diesen Zug bis nach Aschaffenburg zu fahren. Und genau das ist heute unser Job hier. Bei bestem Wetter, muss man wirklich sagen. Also absolut genial. Machen wir direkt ein Foto von. So. Steigen wir hier ein. Mit unser Arbeitsgerät. Schnell die Tür zu. Setzen uns auf unseren Sitz. Machen als erstes mal den Hauptschalter auf neutral, um die Bremsen aufzuladen. So. Können derweil aber schon mal unsere Zugsicherungssysteme einschalten. PZB, SIFA, LCP hat dieser Zug nicht. Dann setzen wir uns wieder hin. Machen hier noch ein wenig Licht, würde ich sagen. So. So, das hätten wir soweit. So. Scheibenwischer ganz wichtig, würde ich sagen. So, dann lösen wir die Bremse. Schauen wir uns nochmal draußen um, vergewissern uns, dass wir die Spitzenlichter eingeschaltet haben. Dies ist nicht der Fall, das heißt, wir müssen hier noch, genau, diesen Schalter umlegen auf Spitzensignale. Genau. Dann setzen wir uns wieder hin, vergewissern uns nochmal. Jetzt sind wir so eingeschaltet. Wunderbar. Dann lösen wir die Bremse und das machen wir aus. So, können natürlich noch die AFB einschalten. Das ist ja auch ganz wichtig. Hatten wir doch gerade. Da. AFB. So, AFB, genau. AFB. Die schalten wir auf 40 fürs Erste. So, dann würde ich sagen, sind wir abfahrbereit. Bremsen sind gelöst, da können wir aufschalten. Au, 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 au. Jetzt hätten wir fast was vergessen. Muss natürlich die Bremsprobe erstmal machen. Beim Freigabesignal lösen Sie die Bremsen und fahren Sie ab. Hätten wir fast einen Fehler gemacht. So, fortfahren. Das heißt, jetzt können wir aber abfahren. Ja, man sollte oben schon die Anweisung lesen, damit das richtig funktioniert hier. Sonst wird's nichts. Aber das ist ja Gott sei Dank nochmal gut gegangen. So, wir können uns befreien. Wir müssen nichtsdestotrotz da vorne auf jeden Fall noch quittieren. Was ist denn jetzt verkehrt? Habe ich noch was falsch gemacht? Jetzt aber. Haben wir denn jetzt alles soweit? Ja, haben wir alles richtig gemacht jetzt. Gott, mein Gott. So, die Scheibenwischer blasen wir jetzt mal an, weil das jetzt nur ein kurzes Stück ist, dieser Tunnel. Oder? Also so langsam aus, lange aus.
Gibt es eigentlich einen Tast dafür? Taste? So, wir dürfen beschleunigen. So, Scheinwischer an. Sie verdrücken. Und dann haben wir noch 15 Kilometer bis Aschaffenburg. Es ist am Donnern, wie ihr hört. Natürlich bestes Arbeitswetter hier. So, auch jetzt beschleunigen. Ach, scheiße an mich. Wir waren zu schnell. Das ist das Problem. Wir dürfen nicht schneller als 100. Wahrscheinlich. Das ist das Problem. Warum bremst du denn jetzt? So. Jetzt aber. Wir waren zu schnell. Wir dürfen nicht schneller als 100. Klar, wir haben Güterzug. Okay, das war meine Schuld. Alles klar. Natürlich, logisch. Ich denke schon, wir hatten noch nicht zu quittieren. Dann bleiben wir schön brav bei 100. Dann passiert auch nichts. Perfektes Wetter, muss man wirklich sagen. Blitzt fröhlich vor sich hin. Nichtsdestotrotz müssen wir unseren Autotransporter hier natürlich ordnungsgemäß Teile sein Ziel bringen, logisch. Und unsere Doppeltraktion macht das auch ganz gut. 185.321-7. SIFA.
Also ich habe mal so geguckt bei den neu erschienenen Actella Express M-Track. Bei den Szenarien sind ganz schön viele Szenarien dabei oder einige Szenarien dabei, die über eine Stunde gehen, anderthalb Stunden, sogar zwei Stunden. Das ist natürlich ja, für einen Let's Player nicht besonders wertvoll, weil dann die Videos natürlich entsprechend lange sind und ja, da muss man dann natürlich schon gucken, ne? Dass man die in zwei, drei, vier Teile aufteilt, ist für Let's Player nicht unbedingt attraktiv, muss ich wirklich sagen. Ich denke, der eine oder andere wird mir dazu stimmen. Für den einfachen Spieler, der das Ganze nicht streamt, mag das interessant sein. Sind bestimmt auch interessante Szenarien, wenn man die sich mal so durchliest. Aber für Let's Player wie mich ist das natürlich alles andere als wertvoll. Ein Szenario von über zwei Stunden zu spielen, das ist, ja, guckt sich, glaube ich, keiner gerne an, ein Video von über zwei Stunden. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. So, es blitzt und blitzt und blitzt. Das sieht nicht danach aus, als ob das Wetter jetzt irgendwie besser wird. In den nächsten 7 Kilometern. Nichtsdestotrotz müssen wir da durch. So, kommt das der eine oder andere RE schon entgegen. Oi, habt ihr das gesehen? Wunderschönes Bild, oder? Traumhaft. Naja, es sind noch 5 Kilometer. Dann haben wir das geschafft. Das sollten wir ohne nennenswerte Zwischenfälle hinkriegen. Das war auch wieder so ein Kandidat zum Staunen. Das Donnern hält sich dafür aber sehr in Grenzen. Dafür, dass die Blitze so heftig sind. Also mein Gott, das sind einfach traumhafte Bilder. Wenn der Zug sich so neigt, das ist genial einfach. Wunderschön. So. Das ist jetzt natürlich auch nicht die Meisterleistung, den Zug jetzt hier da durchzubringen. Von daher. So, 100 gleich noch. Also sind wir ja eh. Mehr dürfen wir nicht. Ich selber erfahren durfte. Und dann gibt es direkt eine Zwangsbremsung. Aber es ist logisch, wir haben einen fahrenden Güterzug, Autotransporter und ja, da ist bei 100 km/h Schluss, ganz klar. Und ich finde auch gut, dass das so realistisch gemacht wurde, dass es somit verbaut wurde. Das ist beim TSC nicht so. Das steht dann zwar auch in der Anweisung nicht schneller als 100 und so weiter, und aber man kann da durchaus 160 fahren, ohne dass es da irgendwelche nennenswerte Probleme gibt oder Konsequenzen für gibt. Das ist hier im TSW anders und finde ich sehr gut, ist sehr nah an der Realität. So, was gibt's hier? Qualifizieren. So, wir machen uns auf den Weg zur 85. Und da sollen wir hin, beziehungsweise 80. Oh, das war zu viel. Das, so. Wo sind die Bremsen? So. Ach, 55, Gottes Willen. Jetzt ist aber gleich Ende Gelände. Jetzt und Maria, da habe ich falsch gelesen. Da hatten wir aber jetzt gerade nochmal Glück. Um Gottes Willen. So,
Maria, Josef und Christus. Da habe ich falsch gelesen. Ich habe echt gedacht, der 85. Dabei waren es 55. So. Und weiterhin 55. Das sind wir auf jeden Fall jetzt. Um Gottes Willen. So, gleich 40. Meine Güte, ey. Wenn man einmal nicht aufpasst, dann kann einem das Ganze um die Ohren fliegen hier. So, das haben wir auf jeden Fall hingekriegt. Sifa auf jeden Fall. Jetzt müssen wir irgendwie wieder ein bisschen aufpassen hier. Vorbei mit der Gemütlichkeit. V-Überwachung 55 km/h, das haben wir auf jeden Fall, da sind wir voll im Soll. Auch wieder so ein Satz, den ich, wo ich nie hätte gedacht, dass ich den mal sage. Ey, habt ihr den gesehen? Gleich das Ziel auftauchen. Ach, scheiße. Ich hab doch quittiert. Ach. Da war ein Magnet, ich hab quittiert. Ach, egal, komm, scheiß drauf. Ach. Immer auf 20. Bleiben Sie unter 25, das haben wir. Was ist denn jetzt? Die Bremse war nicht gelöst, alles klar. Das habe ich gemeint mit dem scheiß 500 Hertz Magnet. Der kackt mich immer an, ey. Mistteil. So. Ziel erfüllt. Stellen Sie den Hauptschalter auf aus und die Parkbremse auf an. So. Die Parkbremse, die ist hier. Steigen Sie aus, um Ihre Arbeit zu beenden. Ich will nicht raus. Es regnet, Mann. Ach Mensch. Ah, okay. Dann machen wir das. So. Steigen wir aus. Gibt's ja nichts. So, ist hier der? Ja, da müssen wir hin. Machen wir hier noch die Tür zu. Obwohl, wir können ja eigentlich... Können wir senken? Kann man den senken?
Scheiß drauf. Gehen wir raus. So, ich denke, wir haben das einigermaßen hinbekommen, bis auf die kleine Zwangsbremsung gerade. So, das war's mit dem kleinen Szenario und dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt noch einen schönen Restsonntag. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Euer Denny spielt das. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss.